Gut. Ja, kriegst gleich deine Infos. Ist klar. Seht ihr hier vorne links und da hinten rechts? Ja, das könnte eine mögliche Einstieg sein. Da, Richtig. dieser Rubio schätzte die Mauern. Nun so 4 Schritt vielleicht? Das scheint mir nicht allzu hoch für ein Seil. Sicher, ihr müsst natürlich bedenken, dass der Korwinstein auf einem kleinen Berg liegt. Das ist richtig. Man müsste erst den steilen Abhang herhoch und dann die Mauer überwinden, aber Ja, die Felswand erscheint mir wohl so 4 Schritt zu sein, alles in allem. Und dann 3 bis 4 Meter Mauer. Aber man käme auf jeden Fall dort hoch. Was mir aber auch aufgefallen ist, seht ihr dieses Blinken zwischen den Steinen manchmal? nein, meine Augen sind feuchtig nicht ganz so gut. Nun, es ist Metall, das schon ziemlich angelaufen ist und das sieht man hier. Keras, reiche doch mal das Fernrohr. Natürlich hier. Ja, das scheint sich um Rüstungsteile zu handeln, die dort zwischen den Felsen sind. Und daraus können wir natürlich schließen, dass keine einfach so freigelassenen Zugänge sind. Also wäre es das Schlauste, über die Mauern zu gehen? Ja, möglich, ja. Doch, vielleicht ist das auch nur eine Falle. Wir wissen, wie gerne unsere Feinde Untote vergraben. Naja, wenn an diesen Eingängen jemand aufpasst und ihr euch darum sorgt, dass jemand solcherlei Skelette vergraben hat, warum klettert ihr da nicht direkt auf eines der Gebäude? Da kann schließlich Naja, nichts gegraben sein. Kein Graben. außerdem an diesem See kann auch nichts vergraben sein. Ich will es nur Natürlich. ansprechen. Es gibt auch untote Wasserleichen. Ja, aber Ich im hoffe Wasser. natürlich, dass wir keine begegnen. Aber im Wasser könnt ihr nichts vergraben. Nun, im Ja. Schlamm allerdings. Nichtsdestotrotz, ich denke, das Ganze hier ist unterkellert. Und, naja, das Gelände hin fällt ja nach Süden ab. Ah. Dadurch, dass wir hier stehendes Wasser haben, könnte ein Stollen nach Süden hin denkbar sein, wenn das Wasser abläuft. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass gerade bei dem stehenden See hier durchaus in den Keller hin und wieder Wasser gelangt. Wenn wir nach einem Ihr denkt, es gibt einen Gang. möglicherweise, ja. unter der Erde hindurch. So Naja, weit. sehr angenehm unter der Erde. Ah, mein Gibt es Freund, eine das wird euch Möglichkeit? gefallen unter der Erde. Ja. Nun, wenn er voller Wasser ist, bin ich mir sicher, er gefällt mir. Wasser ist Ich meinte, lebendiger als das Wasser Erz. läuft ab. Dadurch, dass das Gelände ja leicht abfällt, läuft das Wasser, das durch den See in den Keller hineingelangt, reintropft, reinläuft, dann durch diesen leicht abfallenden Gang in möglicherweise südlicher Richtung ab. Annahmen sind schön und gut, aber gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns sicher sein können, dass es solche Höhlen gibt? Nun gehen wir doch nachsehen. Ja, richtig, ich würde suchen. Ja, aber allerdings haben wir jetzt nicht die Zeit, die gesamte Bergkette nach Höhlen abzusuchen. Gibt es eine Möglichkeit, wie man so etwas vielleicht schneller und einfacher herausfinden kann? Ihr seid ein Geode, oder? Natürlich bin ich ein Geode. Könnte ein Vielleicht Element sein, ein. aber denkt daran, es ist immer eine Frage, wo ich den Elementar rufe, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen, mit welchen Geschenken ich den Elementar bedenke. Und dass es einen nicht unerheblichen Teil meiner Kraft kosten wird, den ich dann nicht für andere Aspekte aufwenden kann. Und wenn ihr einfach das Großmütterchen Sumu fragt, wo denn der nächste Eingang wäre, vielleicht hilft sie euch ja oder so. Das wäre eine probate Möglichkeit, doch natürlich befinden wir uns hier im Widerstreit zwischen Sumu und der Finsternis, die hier an Macht gewinnt. Ich weiß nicht, ob wir uns an der gegenwärtigen Position darauf verlassen können, aber ich werde es versuchen, denn das ist eine Idee, die zumindest Hoffnung schürt. Wir sind nur wenige Augenblicke hier.
Und doch habt ihr schon eine Vorstellung, wo ein solcher Gang sein könnte. Wenn es wirklich einen solchen Gang dort gibt, wo ihr denkt, dass ein solcher Gang sein könnte, denkt ihr dann nicht auch, dass die, die in diesen Steinen sind, wissen, wo dieser Gang sein könnte und auf der Innenseite darauf warten, dass ich weiß und sich denkt, wo dieser Gang sein könnte? Und sobald ihr hindurchkommt, haben sie euch ein Messer in den Leib und ihr habt nichts gewonnen. Unterschätzt niemals Zwerge in Stollen. Da sind wir absolut unschlagbar. Nun, aber ihr wollt doch gesehen, aber nicht gesehen werden. In einem solchen Stollen ist nicht gesehen werden schwer, denn man kann sich nicht verbergen. Außer der Stollen ist dunkel. Hattet ihr nicht gerade gesagt, dass diese Untoten kein Licht brauchen, um euch zu sehen? Ich sprach nicht von Untoten. Also, selbst wenn da Untote drin sind, habe ich ja immer noch einen Zauber, der es mir ermöglicht, an den Untoten vorbeizugehen, ohne Probleme. Gut, also ihr wollt euch weiter im Süden umschauen. Ich würde mich weiter im Süden umschauen. Das wäre die, denke ich, sinnvollste Möglichkeit. Wenn da wirklich Untote auf uns warten, dann nehmen wir halt Reise aus. Denkt daran, dass wir nicht zu viel Zeit haben. Der Nebel zieht auf und wahrscheinlich folgen die Spinnen. Nun, ich schlage es nicht gerne vor, aber vielleicht sollten wir uns kurzzeitig aufteilen. Eine Gruppe geht nach Süden und begleitet Voltax. Und die andere schleicht sich vielleicht in den Norden der Burg, um dort eine geeignete Stelle zum Hochklettern zu finden. Dort würden wir direkt auf ein Gebäude klettern können. Ich werde einmal herumgehen und mir ansehen, wie dies aussieht. Also kommt ein Teil von mir sagt, das ist eine gute Idee. Ein anderer Teil sagt mir, dass wir uns in diesen Landen niemals trennen sollten. Richtig, ich würde normalerweise zustimmen, aber wenn dieser Nebel wieder aufzieht, wie er schon sagt, haben wir vielleicht nicht so viel Zeit, um beides hintereinander zu tun. Die Problematik, die ich sehe, ist, wenn wir uns aufteilen und der Nebel aufzieht, dann haben wir genau das gleiche Problem wie unlängst am Feuer. Richtig, das bedeutet, es sollte jeweils eine Person mit dabei sein, die ein Guardianum sprechen kann. Das ist sinnvoll, ja. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn ihr alle durch den Wald stapft. Am Ende werdet ihr noch gehört, bevor ihr irgendetwas seht. Vielleicht sollten wir die Aufklärung wirklich dem Elf überlassen. In den Wäldern kennt er sich besser aus. Ja, aber er kennt sich doch nicht mit Stollen aus. Er übersieht den doch. Er muss nur die Burg beobachten und nun ja, die Anzahl der Wachen auf den Mauern erkennen. Und eventuell findet er einen verlassenen Stollen, ein Zugangsloch zu den Stollen. Wenn dann jemand etwas findet, dann der Elf. Okay, kann er denn zählen? Ich hoffe doch, er hat doch 10 Finger. Ja, aber wenn es mehr Wachen sind, schau ihn dir an. Besonders clever sieht er nicht aus. Herr Elf, könnt ihr zählen? Natürlich kann ich zählen. Ich habe schließlich Finger. Ja, und danach? Sagt mir, wie viele Blätter hat dieser Baum? Der Baum hat so viele Blätter, wie er braucht, um zu leben. Die Abel hat so viele Blätter, dass sie einen wunderbaren Klang im wiegenden Wind ergeben. Der Baum hat außerdem nicht genug Blätter, wenn ihr ihn euch mal anseht. Schaut mal hier. Seht ihr? Die Saas ist tot. Er kann nicht zählen. Mich interessiert dieser Baum jetzt gerade null. Es war nicht dafür, dass wir diesen Elf allein gehen lassen sollten. Nachher verläuft er sich. Nachher pflückt er sich ein paar Blümchen und bastelt sich daraus eine Blumenkette. Ja, ganz furchtbare Idee, ihn alleine zu lassen. Vielleicht sollte Isarun ihn begleiten. Ja, Isarun, das ist eine gute Idee. Ich hasse euch alle. Ihr könnt zählen. Nun gut, Herr Mendarion, dann wollen wir einmal. Nun geht einmal vor. In Ordnung. Guck mir das Ganze genau 20 Meter lang an. Mach mal eine Schleichenprobe. Oh. Tada. Ihr seid nicht auf den Wäldern, oder? Nein, also nicht mehr. Früher schon, aber... Wenn ich dort oben auf diesem Stein sitzen würde, ich könnte euch von hier aus hören. Ah, das ist schlecht. Wenn ihr nicht euer Taubera dazu benutzen könnt, euch leise zu machen, solltet ihr wohl hier bleiben. Oh,
Abelmeer, ich fürchte, ihr müsst mit. Ihr meint, ich könnte das besser? Nun ja, Herr Mendarion, soll der Herr Abelmeer es euch einmal vorführen? Natürlich. Oh ja. Man lernt Dinge, indem man sie gezeigt bekommt. Nun gut, dann wollen wir einmal voran. So, dann geht's nochmal so ein Stück weiter. Guck mal, wie Abelmeer sich schlägt. Wo ist ein Schlagbruch? Du bist etwas abschätzig betrachtet. Nun, ist es leise genug? Für euch? Noch, denke ich. Gehen wir ein wenig. Vielleicht fügt ihr euch der Harmonie des Waldes ein wenig mehr ein mit der Zeit. Ach, viel Spaß, Schritte. Abelmeer. Isolde kriegt von mir einen bösen Blick. Es wird eine bereichernde Erfahrung, Abelmeer. Geht voran, ich folge euch auf Schritt und Tritt. Dann geht es erstmal in Abelmeer angemessenem, sprich großen Bogen, um diese Burg herum. Würfel du mal eine Schleichenprobe? Aber sicher doch. Jetzt kommt der Patzer. 20, warum sage ich 20. Das immer bei Schleichenproben? Okay, die ist gut. Ihr bleibt allenthalben entnervt stehen oder in einem Baum hocken und sehe Abelmeer zu, wie er da durchstarkst. Was schaut ihr so verdrießlich? Ihr seid langsam. Ihr seid nicht so laut wie... Langsam ist auch gut, nicht aber wahr? Aber ihr seid langsam. Ja, ich bin vorsichtig. Wer langsam ist, hat mehr Zeit, um gesehen zu werden. Passt auf, ich zeige es euch noch einmal. Ihr springt hier rauf und dann direkt auf den nächsten weiter. Dann müsst ihr nicht auf das Laub treten, seht ihr? Ich bin mir sicher, wenn ihr dies noch 20 Jahre übt, wenn ihr die gut daran werden. Kommt nun. 20 Jahre? Schüttel den Kopf, geh weiter. Also wie gesagt, es geht wirklich in einem guten Abstand einmal außenrum. Dann gebt doch einfach mal eine Fährtensuchenprobe. Boltax hatte mit seiner Gebirgskundigkeit euch schon ganz grob logisch gemacht, dass ein Bergbauer dann in Richtung Süden hinausbuddeln möchte oder würde, damit dann eben auch der naheliegende See die ganzen Keller nicht unbedingt flutet, beziehungsweise damit das Wasser eben auch ablaufen kann, wenn es dort hineinregnet. Muss also nach Süden hin gebaut worden sein und dann müsstet ihr auf die richtigen Spuren achten, irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Wagen, die da ehemals lang gefahren sind, vor vielen Jahren bei der Erbauung oder auch erst vor kurzem, wenn man auf menschliche Schritte achtet, also dann Natur lesen. Ich würde probieren, auf größere Felsformationen zu achten, die vielleicht eher so einen Eingang markieren oder kennzeichnen. Gib mir einfach mal eine Fährtensuche. Du kannst auf alle Fälle im Süden von der Burg erkennen, ist einiges an Abstand, also du würdest sagen, so 220 Meter, ganz grob von der Burg entfernt, gibt es ein Feld, der dort hinausragt und drumherum kein Wald, also kleinere Lichtung. Und du legst deine Hand so ein bisschen ran, versuchst da so ein bisschen zu tasten, kannst da versuchen, auf den Fels zu horchen, wie Boltax das vielleicht machen würde, aber Mendarion derweil kann seinen Weg eher durch den Wald in Richtung Norden wählen und du wirst dann direkt bis zur Mauer heran, bis dort, wo einer der höheren Türme steht, das ist nicht der ganze Bergfried, aber einer der größeren Gebäude. Dort im Schatten des Turmes kannst du dann ein paar Fährten sehen, die hier wohl vor langer, langer Zeit ausgelaufen sind. Vielleicht vor 200 Jahren ist hier schweres Gerät lang gerumpelt und hat den Berg geschonnen. Lege ich mich erstmal hin und höre dem Boden eine Weile zu. Dann stehe ich auf und laufe denen nach. Ich denke, dort habe ich etwas gehört. Komm mit. Ja. Ich guck irgendwie nicht verdutzt, was er da macht auf dem Erdboden, aber folge ihm. Ja, also wie gesagt, von dieser Lichtung seid ihr dann wieder definitiv weiter in Richtung Norden gerannt, so mindestens 150 Meter. Gebt mir doch mal eine Sinnenschärfeprobe auf Tasten. Ihr braucht ein paar Punkte. Tasten. Hallo, 20. Bezieht 20, du hast kein Schicksalspunkt. Ich hab keinen Chip. Möchte Abel mir seinen Schicksalspunkt für die 20 von Mendarion geben? Ja. Dann Shaka. 1. Punkte?
Dann 12. Recht sogar. Du kannst tatsächlich erkennen, wie hier, es ist keine richtige Tür, aber mit etwas Geschick kann man das wohl noch öffnen. Da bräuchte man jetzt vielleicht jemand, der bergkundig genug ist, damit das nicht einstürzt oder nachrutscht. Aber hier gibt es Luftzug und es riecht nach schimmligem Wasser, was dann auch, ach, du siehst es gerade, es fließt gerade an deinen Füßen so ein bisschen vorbei. So, es ist nicht viel, aber es ist zumindest so ein bisschen, ja, das Wasser hat keine Farbe. Aber du würdest sagen, wenn es Farbe gäbe, könnte es grün sein. Ja, aber mir es riecht auch nach grün. Aber mir wird auch bemerken, dass ihr näher wie diesen Durchgang kommen, wenn der Arena mal unwohler wird. Was habt ihr? Riecht ihr denn nicht? Wir sind an der richtigen Stelle. Oh, ja. Es riecht etwas abgestanden. Warum seht ihr euch nicht einen Moment lang? Dort sollte der Durchgang sein. Ich warte auf euch. Und halte Ausschau, dass niemand uns auflauert. Gut. Ja, ich würde mich dann zu der Stelle hinbegeben und vorsichtig mit meinem Stab ein wenig in die Erde stochern. Mhm. Ja, also wenn der Elf dich darauf hinweist, da könnte man sicherlich abstützen, könnte man sicherlich mit schwerem Gerät das auch schnell beiseite räumen. Aber wenn man das leise machen will, ist das natürlich eine erschwerte Bergbauprobe. Man bräuchte jemanden, der durch Stein schneiden kann, zum Beispiel. Unser Werter Geode. Könnte ich da etwas. Sie sollten ihn vielleicht dazu holen. Das scheint mir eine vielversprechende Stelle zu sein. Er kennt sich mit dem Erz gut aus. Und ich möchte hier fort. Lasst uns gehen. Ihr wisst schon, dass wir hier zurück müssen. Ihr müsst hier hin zurück. Das Erste. Und was? Merkt euch den Weg, Taylor. Merkt euch den Weg. Nun gut. Dann lasst uns gehen. Ihr findet den Weg. Oh, gehen wir schnurstracks zurück. Und ich von ihm folgen. Gut. Ja, ihr wählt einen Weg, der euch abseits der Burg wieder zurückführt und könnt dann nach einer halben Meile wieder auf die anderen treffen, die dort abgetarnt immer noch stehen und den Weg beobachten. Es hat sich wenig getan, ihr könnt jetzt aber auch mittlerweile erkennen, wie das von Kiaras angekündigte eintritt, und zwar wie Nebel aufzieht. Kiaras ist sich allerdings sicher, dass das natürlicher Nebel ist und keiner dämonischer, denn ja, seine Wetterkunde verrät ihm einfach, dass das Wetter so drückend ist, dementsprechend Luftfeuchtigkeit in der Luft liegt. Ja, es muss einfach ein natürlicher Nebel sein, und zwar kein dämonischer. Im Inneren der Burg könnt ihr auch fernes Gelächter hören. Da sitzen sie wohl zwischen Zelten. Ihr könnt auch hören, wie sie wohl trinken. Es sind eine ganze Menge. Ihr könnt auch die Banner wieder über dem Corvinstein erkennen. Noch leicht im Süden von hier, im Perz, könnt ihr auch weitere Banner erkennen. Aber ja, es werden also mehr als ein halbes Dutzend. Ja, doch. Also es werden schon 25 Leute sein. Mindestens. Wir haben einen Eingang gefunden. Sind die anderen da oder sind die gerade auch unterwegs? Nee, die sitzen hier immer noch abgetan, versuchen so ein bisschen diesen Hang nach oben zu spähen, an den Mordbrennern vorbei, die da so ein bisschen im Innenhof stehen, und im weiteren Innenhof könnt ihr dann Zelte erkennen und Aufbauten. Provisorisch hat man sich hier also hin zurückgezogen. Dann nicht Perz gewählt, sondern eben Corvinstein, um dann auch gegen die Männer von Dudorf und Wertling sich besser verteidigen zu können. Eure Nase ist sehr gut, kleiner Bartmunder. Ich konnte es erst riechen, als ich schon fast drin stand. Doch, ich hatte also recht. Eben. Ist dieser Gang oder dieser Zugang müsste allerdings, bergbautechnisch erst einmal gesichert werden. Ich denke, das müsst ihr am besten selbst beurteilen. Schaut es am besten an. Ja, das ist eine gute Idee. Wer kennt sich schon besser mit dem Erz aus als ich? Na, dann wollen wir mal. Schauen wir uns das doch mal an. Und dann geht's unter Tage. Ach. Mendarion äußerte sich, er wollte nicht diesen Gang betreten. Wieso denn nicht? Angst im Dunkeln? Es stinkt und ich will nicht. Och, armer Elf. Aber nun ist das nicht eine eine wunderbare Synthese von elementarer Luft und Erz, na? Denkt ihr das nicht auch? Harmonie unter Tage?
Ich versichere euch, was dort weht, ist kein frischer Wind. Außerdem, was auch immer ihr tun wollt, kenne ich nicht. Ah, er hat auch Angst. Er hat Angst, das ist ganz klar. Natürlich. Was auch immer ihr tun wollt, kenne ich mich in den Gebäuden, die ihr baut, nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich euch dort helfen kann. Wenn du Angst hast, ist das kein Problem, dann kannst du ruhig hier bleiben. Ich weiß, viele Leute haben Angst, unter die Erde zu gehen, denn die Erde ist natürlich sehr mächtig. Und da fühlt man sich in der Regel klein. Und du kennst dieses Gefühl nicht, sich klein zu fühlen. Ha? Vielleicht übergehe das geschickt. Die Nase zu halten, wenn euch der Gestank so anwidert. Man kann auch durch den Mund atmen. Wenn ich den Wind nicht atmen kann, wie soll ich mich dann auf den Ort, an dem ich stehe, harmonisieren? Mal eine Selbstbeherrschungsprobe, schwert um Arroganz und um Neugier. Beides zusammen? Ja. Oh, dann bin ich erledigt. 5 plus 8 sind 13. Göttergefährdige 13. Nicht 12, 13. So. Ich flüsse den anderen zum Ende. Gibt sich da gerade eine Rivalität? Ha. Ey, wie meint ihr das? Naja, die beiden streiten sich, als wären sie alte Versteiber. Dann lasse ich mich von euch doch nicht erzählen lassen, wie man mit Wind umgeht. Ich komme mit. Auch nur um zu sehen, wie ich euch gesagt habe, dass dies keine gute Idee sein wird. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Witze über Elfen und Zwerge herkommen. Seht ihr, er begleitet uns. Hat doch alles geklappt. Also. So müssen sich also meine Vorfahren in Zaljit gefühlt haben. Zeigt uns doch den Weg. Natürlich. Ich schlage jetzt mal einen noch weiteren Bogen, als ich es vorher schon getan habe. Das kann durchaus eine halbe Stunde Fußmarsch sein. Ich würde trotzdem schleichen. Ja, du kannst dem Elf gerne mal beweisen, wie gut du schleichen kannst. Schauen wir mal. Könnte sich ein wenig Respekt an... Ist genauso gut wie er bei mir. Du hast ein wenig Respekt angesammelt. Gut, so geht es über lange gewundene Pfade, dem Wind folgend, in die Richtung, wo dann Boltax vor einer Felswand steht, die gar nicht so sehr massiv aussieht. Seht ihr dort hinten? Ja, ich sehe es. Fällt ja sofort ins Auge, nicht wahr? Ganz eindeutig. Naja, dann wollen wir mal. Ich würde mir gerne das Ganze erstmal angucken, hinsichtlich von Punkten, an denen man eventuell schneiden müsste, abtragen müsste. Also ich denke mal eine klassische Bergbauprobe. Genau, also jetzt eine Theorieprobe, um das einfach mal einzusehen und dann könnte man weiter. Okay, kann ich mir das Ganze mit Steinmetz als Hilfstalent erleichtern? Würde ich sogar zustimmen, ja. Wenn du das Talent hast, klar. Ja. Ich setze mich derweil in einen Baum und beobachte die Burgmauer. Schauen wir mal, okay. Dann habe ich eine 4er Erleichterung. So. Ja, also für dich ist das gar kein Problem. Das ist zwar eingestürzt, aber das kann man an dieser und dieser Stelle könnte man das abtragen. Man kann schneiden, man könnte sich drunter durchbuddeln. Du kannst auch sehen, wie es weitere feine Risse gibt. Also die Menschen haben hier natürlich nicht auf die Hilfe von Zwergen gehofft, sondern wie sie den Berg geschändet haben. Noch schlimmer als diejenigen, die dann nach den Schätzen von Sumu graben. Also es gibt hier so viele, derart viele Einstiegsmöglichkeiten, dass man so leise reinkommen könnte. Da braucht man auch kein Silenzium. Man müsste einfach nur abtragen. Ja, alles möglich. Ja, dann würde ich meinen Dolch zücken. Bei ASP reinfließen lassen. Er beginnt dann zu glühen und an einer geeigneten Stelle für mich zwergengroßes Loch schneiden, das gut passt und auch von der Breite gut ist und den Naturstein einmal schön schneiden, sodass man da auch gut durchkommt. Wahrscheinlich etwas breiter schneiden, sodass auch unsere Freunde da durchkommen und ja, das dann abtragen. Ich würde derweil ein Attribut, wo Gewandtheit auf mich wirken. Und zwar auf mich verringert der Reichweite und lass mir dabei Zeit. Mhm. Heißt, ich bekomme minus 3 für die verkleinerte Reichweite und minus 4
Für die verlängerte Zauberdauer ist eine Erleichterung um 1. Warum genau musst du die Reichweite verringern? Ob ich selbst wirken. Berührung einfach. Ja, kannst du dich nicht einfach selbst berühren? Nein, das steht explizit da. Die Modifikation ist Reichweite selbst. Okay. Als explizite wieder, Reichweite. Wieder was gelernt. Ja, die Aktivierungsprobe meiner Scheide des Dolches funktioniert auch ohne Probleme. Ich schneide das Loch dann in einem wunderschönen Halbkreis aus. Ja, du nimmst den Dolch in deine Hand, schneidest dir einmal durch die Handoberfläche. Normalerweise würde es bluten, aber du siehst einfach nur, wie anstelle von Blut Sumo-Kraft oder Sternkraft in deine Hände geflossen sind und dann über die Klinge des Dolches sich dann gelegt hat. Wie gesagt, so ein bisschen an zu fluoreszieren, phosphoreszieren und dann kannst du einfach den Stein nach und nach abtragen. Weit genug schneiden, sodass dann eben auch Menschlinge durchkommen. Ich spreche Attributo Gewandtheit, Anmut, Grazie und Sicherheit und streiche mir dabei über meine Arme und Beine. Das Sickerwasser wird nach und nach mehr mit den abgetragenen Steinen, die Boltax dann freigibt. Und ihr könnt wohl bemerken, dass es weiterhin nach Aas, nach Moor, nach Verdauungsgasen riecht, die dann in diesem Bergmassiv liegen. Warte mal. Ich behalte mein Mittagessen bei mir. Gerade so. Oh, endlich geht es wieder unter Tage. Ist das nicht schön? Isarun, du erinnerst dich an die Schlachten, die du an der Trollmauer gekämpft hast, an der schwarzen Todeswall. Als du vor Borbarat standest, auch wenn er weit, weit entfernt stand, aber so dicht mit Untoten, die du nicht nur riechen kannst, sondern du kannst sie fast auch spüren, wie sie dort über dir sitzen. Du denkst wieder zurück. Du weißt, dass Rafim natürlich auch diese panischen Ängste leidet, aber du kannst das Ganze nochmal runterschlucken. Der Elf ebenso, aus ganz anderen Gründen, aber diese Räume sind sehr eng. Ja, es ist in Ordnung. Es ist ein von Geoden ausgegrabener Zugang. Das wird schon alles funktionieren.